Hallo Freunde, danach, da bin ich, euer Sahadun mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir sind Sachsen und ich habe diesmal etwas näher rangezoomt, weil ihr seht hier, was wir in der letzten Folge zustande gebracht haben. Wir haben unsere Flotte aufgebaut. Das sind jetzt hier zwar nur 18, 16 Schiffe, aber so zeigt es hier 16 an und dort 18? Hey. Vielleicht sind die gerade reingefahren oder was, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist unsere Flotte und hier kommen noch mehr Schiffe an. Das ist das eine große Ereignis, was in der letzten Folge passiert ist. Und das andere ist, ihr seht das hier wahrscheinlich schon, 22.000 tapfere Sachsenkämpfer auf dem Marsch nach Süden, um unsere neuen Verbündeten zu unterstützen. Leukien, die haben zu den Waffen gerufen und wir folgen ihnen natürlich. Wenn die Bedrohung durch Arvernien jetzt nicht so akut war, weil die sagen, die wollen unseren Untergang, plant euren Untergang, ihr seht das dort, würde ich uns sogar zutrauen, dass wir zeitgleich hier unten mit einem kleinen Kontingent Leukien unterstützen können in ihrem Krieg und zeitgleich hier oben Krieg gegen Burgund, Rukia und Lemovien führen könnten. Dadurch, dass diese Gefahr jetzt aber von Arvernien ausgeht, weil die unseren Untergang planen, halten wir uns jetzt erstmal mit noch einem zweiten Krieg zurück. Nicht, dass wir dann in einem Dreifrontenkrieg verwickelt sind. Und alle, die das Let's Play mit Kusch gesehen haben, ihr wisst, wie schnell es zu Ende gehen kann. Wie schnell sich ein Krieg komplett gegen einen richten kann. Und man sitzt nur noch da und kann nur noch hilflos zuschauen, wie ein die Siedlungen nur so ja, davonfliegen. Deshalb warten wir erstmal ab. Wir konzentrieren uns hier auf den Krieg unten gegen diese Verteidigungsliga, wo Leukien jetzt sagt, helft uns mal bitte. Dies gibt uns. Ah, der Kriegsgrund gegen Arvernien ist durch. 22.000 Mann sind da. Wir werden die jetzt aber nochmal aufteilen, weil das ist einfach zu. Erstens ist es doch schon viel zu groß, ja. Und zweitens sind wir dann viel wendiger, wenn wir die Truppen hier aufteilen. Ja, dann marschiert mal noch dahin. Das nächste Problem ist, unser Herrscher ist schwer krank. Der wird auch nicht mehr allzu lange machen. Wir werden jetzt mal die Geschwindigkeit auf 3 runterstellen. Und wir werden das hier ganz easy peasy halbieren. Nochmal angeschaut, wer hier denn die Gegner sind. Hier werden wir eiskalt die Hauptstadt belagern. Das sind zwar gegnerische Söldner, aber denen ihre Moral ist komplett im Eimer. Leukien scheint auch ordentlich Geld zu haben. Die holen hier auch noch Söldner ran. Das ist unsere ganze Flotte hier. Ja, 26 Schiffe sind es sogar. Wir werden die zusammennehmen. Tririm, die primäre, sekundäre ebenfalls Tririm und flankieren sollen die Liburnischen. Das ist neu, dass die ebenfalls Nahrung haben. Aber die bunkern doch jetzt hier gerade gar keine Nahrung. Ist schon ein bisschen komisch. Oder ist das ein Fehler? Müssen wir mal beobachten. Frontalangriff. Störmanöver machen wir. Und wir können einen Kommandanten einsetzen. 16 Jahre alt, einen Zehner. Brauchen wir so einen Spitzenadmiral? Wir könnten dann halt auf Piratenjagd auch gehen. Ah, der ist jetzt schon ein bisschen korrupt. Aber dann. Ja, kommt, wir geben den diesen super General und sagen, geht mal ein bisschen auf Piratenjagd. Zielsetzung, hier oben war das. Piraten vernichten. Zelle Zentralisierungsbemühungen.
Jetzt, wo sich unser Volk langsam auf die Stammeszentren unserer Nation zubewegt, hat ältester Tangkot Dargarikus bestimmte Maßnahmen vorgeschlagen, um die Vereinigung unserer Gesellschaft noch zu erhöhen. Obwohl sein Vorschlag gut überlegt scheint, würde er uns eine große Menge Gold kosten. Seinen Rat abzulehnen jedoch würde ihn sicherlich frustrieren. Der hat eine hohe Frustrationsschwelle. Ist sehr loyal uns gegenüber. Wir können sagen, wir werden sicherstellen, dass seine Idee realisiert wird. Wir würden Zentralisierung bekommen. Wir sind schon bei 100%. Wir brauchen das nicht und wir geben auf keinen Fall 100 Gold dafür aus. Deshalb werden wir das sagen hier. Zentralisierung wächst auch so. Es besteht keine Notwendigkeit, unsere Ressourcen dafür zu verschwenden. Genau. Er verliert 15 Loyalität. Das ist okay. Wir geben keine 100 Gold dafür aus, ganz ehrlich. Das ist ein bisschen zu krass. Leonien will mit uns handeln. Skirien. Und Galindien. Wo ist denn Galindien? Hier oben. Ja, komm. Wir handeln mit Galindien. Die sind weit weg von uns noch. Betonung liegt auf noch, weil wenn wir irgendwann einen Krieg gegen Ruxia und Lemovien, die Namen heute, irgendwie kriegst du ja einen Knoten in der Zunge, Krieg haben werden und die dann vielleicht irgendwann erobert haben, dann haben wir ja doch eine Grenze zu denen, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. So, Belagerungen werden jetzt hier durchgeführt. Belgische Lokalmacht wie Romandion hat jetzt einen Anspruch auf Sikambrien. Sind das Verbündete von... Ne, das sind Verbündete von Menapien. Ach, das sind die, die in dieser Verteidigungsliga mit Menapien zusammen sind. Also mir kommt es so langsam vor, wenn die... Gallier generell nicht auf uns Sachsen gut zu sprechen sind, auf uns Germanen. Was soll das denn? Im Moment sind wir jetzt in keiner großen Schlacht verwickelt gewesen, aber die Kriegsmüdigkeit geht natürlich voran und das kann uns nicht gefallen. Deshalb wäre es schön, wenn der Krieg hier unten im Süden schnell zu Ende ginge. Und wir einen schnellen Sieg für Leukchen hinbekämen. Die führen jetzt hier Krieg gegen diese, ne, für eine Schlacht gegen diese Söldner. Und hier kommt jetzt das Hauptheer. Der Gegner. Die Frage ist, sind wir rechtzeitig dort? Ich wage es zu bezweifeln. Wir können es versuchen, aber wir werden wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig da sein, um denen zu helfen. Und das geht sogar knapp aus. Ja. Leukchen verliert. Aber relativ wenig. Die haben sich gut geschlagen mit ihren 4.500 Mann. Wir werden den mal hier unten... ein bisschen flankieren die Gegner. Kommt es jetzt zur Schlacht und dann können wir wahrscheinlich auch nicht mehr rechtzeitig eingreifen. Aber Leukchen scheint das zu gewinnen. Ja. Die haben das durchbekommen. Suchen jetzt an uns, sich vorbei zu sneaken. Wollen wir eigentlich nicht. Hier kommt nochmal eine Söldnerarmee und noch eine Söldnerarmee. Oh Mann. Die werden so untergegangen ohne uns hier. Leukchen. Wir wollen es echt wissen, was? Nur mal geschaut, ob Treverien auch noch im Krieg ist, aber nö. Die halten sich zurück. Schaut euch das an, hier sind 30.000 Mann. Hier nochmal 11.000 Söldner, da 11.000, da 8.000, das sind 30.000 Leute.
Tja, Leukchen, jetzt könntet ihr mal so langsam in Friedensverhandlungen gehen, oder wollt ihr ja das Gebiet euch auch noch schnappen? Können wir hier Militärzugang? Ja, wir bekommen Militärzugang von dem. Von Treverien, das ist wichtig, weil jetzt können wir die hier unter Druck setzen. Denn ihre Moral ist viel zu gering, als dass sie eine Chance hätten gegen uns. Brauchen wir uns auch nicht anschauen. Das gewinnen wir. Die Plünderung von Rupiniana. Wir wollen dort nichts erobern. Deshalb können wir die Leute, ja, lass den Männern freien Lauf oder sogar niemand wird sich verstecken können. Wir werden beliebter, es werden eine Menge Leute abgeschlachtet, aber wir würden auch 100 Gold bekommen. Niemand wird sich verstecken können. Ist zwar nicht schön für die Zivilbevölkerung, aber es bringt uns halt eine Menge Gold und auch eine ganze Menge Sklaven. Was wollten die denn eigentlich erobern? Leukchen? Um was geht's denn hier um den Krieg? Eroberung von Leukchen. Das Gebiet wollen die erobern, ja, dann müsst ihr noch ein bisschen Gas geben. Die eine Armee reicht. Ich denke hoffen. Na, was haben die hier für einen General? Einen Siemer. Wir sind ein Neuner. Ja, die eine Armee reicht aus. Es wird blockiert hier durch irgendwas. Aber wir haben doch Krieg auch gegen die, oder? Na klar. Wieso können wir dort nicht rein? Durch was werden wir da blockiert, Leute? Wir werden uns mal ein bisschen näher rangegeben. Und ist das dann aus der... Ach, hier. Durch die Hauptstadt wahrscheinlich. Aber die belagern die ja. Müsste bald zu Ende sein. Hier versuchen wir, die Söldner noch abzufangen. Denn ihre Moral ist im Moment auch noch sehr, sehr gering. Ihr seht, das wird knapp. Wartet mal noch, wir holen noch unsere andere Armee zurück. Wir wollen ja kein Risiko eingehen, keine Lust hier 5000 Leute zu verlieren. Kriegen wir die jetzt noch ein? Können Dorsten besiedeln, machen wir auch. Tauriskien, wir haben offene Grenzen. Mit Tauriskien? Fragezeichen. Wir werden wahrscheinlich nicht rechtzeitig dort sein. Doch, das geht. Wir fangen die 8000er Armee ab. Da kommt es zu einer wichtigen Schlacht. Wir haben die schlechtere Taktik. Wir werden aber trotzdem gewinnen, weil die Moral der Gegner den Bach runtergeht. Und wir können vielleicht die auch noch abfangen hier. Sehr gut. Ja, es sind halt auch 3000 von unseren Leuten gestorben. Oh Mann, Leukchen. Aber wir haben Leukchen als Verbündeten geholt, um als kleinen, ja, als kleiner Stachel in der Pfote von den Avernern zu sein.
Die Schlacht wird schnell zu Ende gehen, weil die Moral der Söldner einfach komplett im Eimer ist. Nach wie vor. Leukchen gewinnt das hier. Die kriegen auch nochmal Verstärkung. Die Belagerung wird auch bald zu Ende sein. Avernien, Söldner von Punichi. Ist mir irgendwas entgangen? Ist mir hier irgendwas entgangen? Die holen Söldner ran, Leute. Ich mache mir Gedanken. Ich befürchte, die überfallen uns. Warum sollten die jetzt sonst Söldner rekrutieren? Das geht mir ja sowas von auf den Zeiger. Was machen wir? Wir rekrutieren Söldner. Wir gehen hier auf Nummer sicher, Leute. Auch wenn das vielleicht eine Überreaktion ist, aber warum sollten die denn jetzt hier sonst Söldner rekrutieren, wenn nicht uns anzugreifen? Durch den Krieg sind jetzt natürlich viele Söldner schon vergeben sozusagen. Hier ist aber ein richtig guter 13er. Wo ist denn der? Durovarium. Wir rollen den ran. Nützt alles nichts. Bin mal gespannt, wie das jetzt geregelt wird. Ob wir da mit unserer Flotte hinfahren müssen und den rüberholen. Oder ob der selber zu uns kommt. Wir rekrutieren den. Da ist er. Ja. Wir müssen tatsächlich den mit unserer Flotte abholen. Gut, dass wir eine Flotte haben. Zielsetzung ist übrigens auch wieder aus. Hä? Hatten wir das nie auf Piratenjagd eingestellt? Na ja, gut. Fahrt ihr mal rüber, holt die Söldner ran. Und wir werden die restlichen Regionen jetzt auch noch aus den restlichen Regionen die Aufgebote ausheben. Wo sammeln wir uns? Wir sammeln uns hier in Marsien. Können wir den bestechen? Ja, das machen wir. Sieht ganz gut aus für Leukchen in dem Krieg. Aber das Problem ist, der Kriegsgrund, das Kriegsziel ist halt noch nicht in ihrem Besitz. Wohltätige Spenden berichten, dass sie von einigen Kleingrundbesitzern der Region Getreidespenden und andere Nahrungsmittel erhalten haben. Unabhängig davon, ob sie es nicht verkauft bekommen haben oder vorbildliche Bürger sind, ist zusätzliches Getreide immer nützlich. Es wurde nur noch nicht entschieden, wie diese Spenden eingesetzt werden sollen. Anklien soll sie haben. Was geht's hier denn? Die Armen mögen Brot, nicht wahr? Sachsen halt 1 Tyrannei, aber Glykos wird beliebt. Aber wie gesagt, wir haben Gicht, wir machen nicht mehr allzu lange mit. Anglien wird loyaler. Oder wir sagen, es ist ein Geschenk für das sächsische Volk. Wir geben es Anglien.
lassen ihnen jetzt keine Wahl. Also sie werden hier hinmarschieren, wir werden die abfangen und mit denen noch hinterhergehen, dann diese Armee ausradieren. Also ich hoffe, dass sie ausradiert wird, aber wahrscheinlich ziehen sie sich auch bloß zurück. Na, ziehen sich leider nur zurück. Blutbad. Man flüstert sich nur Geschichten über die kurzen, heftigen Schlachten, die Dumogan Riklaikos führt. In Wahrheit fürchten ihn unsere Truppen fast so viel wie unseren Feind. So ein Ruf könnte sich noch als nützlich erweisen. Er wird im Alter nochmal aggressiv. Leichte Kavallerie-Disziplin zu 5%, das ist schön. Wir haben eine Menge leichte Kavallerie. Was machen die Söldner hier drüben? Die sind noch am Marschieren. Marschiert mal dahin. So. Dann geht das vielleicht schneller. Was ist denn hier los? Illoyale Charaktere. Ja, das ist immer noch dieser Gundogar Hildganis, der halt richtig angepisst ist. Aber wir können den auch bestechen, machen wir. Wir haben genügend, naja, so viel Politikeinfluss haben wir nicht, aber die Korruption ist auch schlecht. Aber wie gesagt, unser Herrscher macht nicht mehr allzu lange mit, deshalb bestechen wir den jetzt noch und das Problem ist gegessen. Die sind besiegt. Hier steht jetzt unsere glorreiche Armee. Marschiert dahin. Habt ihr das gesehen? Interessant. Die gehen zwei unterschiedliche Wege. Die stehen auf der gleichen Siedlung. Habe ich so eigentlich auch noch nie gesehen. Aber die marschieren unterschiedliche Wege. Krass. Finde ich gut. Damit sie halt nicht so viel zur Mürbung kommen. Zu einer wichtigen Schlacht. Läukchen gewinnt das, auch ohne unsere Hilfe. Ihr seht das ja, die Moral bleibt stabil bei denen. Ja. Sie haben das Gebiet jetzt hier auch noch erobert. Irgendwas ist immer noch im Weg. Irgendeine Festung, wir kommen da immer noch nicht hin. Aber von dort aus kommen wir hin, das ist schön. Müssen nach wie vor Avernien natürlich im Auge behalten. Boah, schon gerade den Schreck gekriegt, dass sie nicht alle drauf passen, die Söldner, aber sie passen drauf. Nemetien hat ja auch nochmal eine Armee ausgehoben. Ebenfalls Söldner. Da müssen wir eine unserer Truppen zurücklassen, nützt nichts. Sollte Leukchen aber doch mal durchziehen und ja endlich ihren Kriegsziel erobern, Mensch. Wo ist denn das Problem hier mit euch? Die lassen ihre Moral erst noch ein bisschen sich erholen. Die Söldner sind da. Gehen in Visurgis an Land mit denen. Da hauen sie ab. Lingonien. Hatten die auch noch gegen Lingonien Krieg? Ja, na klar. Gegen wem sonst? Nee. Warte mal. Doch, gegen Lingonien auch noch. Irgendwas blockiert uns. Wir kommen nicht weiter. Ach, hier. Die Hauptstadt. Die Festung hier blockiert uns. Dann bleiben wir dort erstmal stabil stehen und konzentrieren uns hier auf die Söldner. Was ich mal ausprobieren wollte, können wir jetzt hier eigentlich den Fluss entlang fahren? Nein. Halt, wir wollen natürlich die Flotte auswählen.
Flotte könnte runterfahren. Auch wenn wir keine offenen Grenzen haben hier mit Menapien und so. Aber das wäre egal. Gut zu wissen. Vielleicht brauchen wir sie mal irgendwann. Ja, wir fangen sie ab. Das wird ein eindeutiger Sieg. Ich marschiere nochmal zurück mit 10.000 Mann. Warum? Hä? Wieso haben die 10.000 Leute hier zurückgezogen? Was soll das denn? Wegen den Söldner? Oder kommen hier noch irgendwo anders mehr? Nö. Die könntet ihr vielleicht hier gebrauchen, weil 17.000 Gegner rumpimmeln. Babam, na klar, Spitzenzeitpunkt. Es ist so nervig, diese Kriegsmüdigkeit. Was kostet uns das? Na, wobei, wir haben hier so viele Leute. Wir können die runterschicken. Aber ehe wir dort sind, ihr kennt das Problem ja, haben die mindestens zwei Siedlungen niedergemäht. Was kostet uns das, euch auszuzahlen? Gut, es geht. Dann können wir es machen. 177, ja, kommt. Das ist uns wert. Ihr wisst, die würden sonst die Zivilisationsstufe nach unten ballern, aber ganz gewaltig. Die Truppen sind jetzt auch bereit hier, falls Avernien da eine Dummheit begehen sollte. Ja, die ziehen sich zurück, schön. Jetzt müssen wir denen hier Rückendeckung geben, sozusagen. Jetzt kommen sie zurück mit ihren 10.000 Mann. Wir halten hier die Stellung mit unserer ersten Boyana. Wir sind auch hier in einem Gebiet. Ja, Versorgungslimit 20, 19. Also wir bekommen jetzt sogar hier Nahrung dazu. Das finde ich blöd. Die haben die Versorgungstruppen absolut blöd aufgeteilt. Drei hier und hier. Oder diesen vernichtet wurden, kann natürlich auch sein. Weil wir haben jetzt hier nur 13 Nahrung, aber 45 insgesamt. Wir bekommen ja leider keine Nahrung, ihr kennt das ja. Solange die Provinzhauptstadt nicht in unserem Besitz ist, ist es halt so. Die greifen die echt an. Kommen wir da rüber? Ja, kommen wir. Wir warten, bis die Feds fest sind, dann gehen wir rüber. Ah, die haben nochmal abgelassen. Jetzt wollen sie wieder reingehen. Jetzt ist es fest. Jetzt gehen wir auch noch mit rein. Entscheidungsschlacht. Hier in dem Krieg. Leukiens gegen diese Verteidigungsliga. Haltet Stand, wir kommen. Oh Mann, die verlieren aber schnell Moral. Jetzt sind wir mit drin. Und das wird selbst jetzt knapp. Aber hier kommen halt auch nochmal 10.000 Leukier. Und die können wir gut gebrauchen. Jetzt sind sie fast mit drin, die 10.000 Mann. Wir gewinnen, Leute. Mit vereinten Kräften können wir die schlagen. Wichtiger Sieg. 9.500 von uns gefallen, von unserer Allianz, und 21
Ne, 10.000 vom Gegner. Puh. Es sind eine Menge aber von Leukchen draufgegangen, weil ihr seht das hier, Streitwagen und Bogenschützen haben wir in unserer Armee gar nicht. Ja, von uns sind halt eine Menge leichte Infanteristen draufgegangen. Die schicken noch mal was hinterher. Die wollen es jetzt hier aber wissen, du. Es hätte keinen Sinn, jetzt die 11.000 Mann von uns noch hinterher zu bringen, weil ihr werdet unten sind. Wird's Weihnachten. Es waren extrem verlustreiche Kämpfe. Die konnten das erobern, leider. Nahrungsmangel. Die müssen das jetzt hier endlich mal erobern. Nahrungsmangel ist halt immer richtig bescheiden. Boah, 5.000 Mann nur noch übrig. Wir gehen hier hin, in der Hoffnung, dass wir dort nur unsere Nahrung wieder ein bisschen auffüllen können. Die Belagerung sollte eigentlich bald durch sein. Ziehen die Truppe komplett zurück. Keine Lust, dass wir hier Unmengen an Leute draufgehen, nur weil sie nicht genügend zu beißen haben. Leukchen. Das ist näher hier, den ihr Gebiet. Dann schieben wir dahin. Ziehen die rein jetzt mit den Truppen? Ne, die ziehen ab. Kommen auch nochmal 8.000. Wollen die uns veräppeln? Wir müssen denen helfen. Nützt alles nichts. Auch wenn es richtig nervt. Krieg sich so hinzieht hier, aber das sind halt diese ganzen kleinen Stammesfestungen, die einen da aufhalten. Da kommst du dort nicht durch, da nicht durch. Hier kommt wieder eine neue Söldnerarmee. Ich bin froh, dass Avernien uns hier halt noch nicht den Krieg erklärt hat. Die brauchen uns nicht. Das schafft Leukchen so. ...26.000 neue Leute. Wollen die uns veräppeln? Boah. In was für eine militärische Sackgasse haben die uns hier geführt, Leukchen. Das ist so eine Katastrophe. Das ist halt... Wirklich sind das, das sind diese Verteidigungsligen, ja. Das sind kleine Popelstämme. Aber wenn die Geld haben, können die sich ja Söldner noch und nöcher leisten. Das bricht uns jetzt hier gerade das Genick. Ist zwar nur ein 8er General. Es nützt alles nichts. Wir müssen denen jetzt hier nochmal helfen. Kommen einfach nicht an ihr Kriegsziel ran. Was für ein nerviger Krieg. Müssen wir wirklich die 11.000 ja auch noch abziehen anscheinend? Ich befürchte es bald, ja. Nur um Leukchen hier den Allerwertesten zu retten. So ein Mist, Mann. Ja, Freunde der Nacht, wie wird der Krieg ausgehen? Wie wird die Schlacht hier ausgehen? Das sind 32.000 Mann, die da auf uns prallen. Leukin hat zwar einen 13er General hier, aber die Gegner haben auch einen 11er.
Hier kommt auch noch ein Zwölfer mit. Also ich befürchte, das wird jetzt ein Wendepunkt im Krieg und wir werden dann gezwungen sein, Leukien hier mit unseren Armeen und unseren Söldnern den Allerwertesten zu retten. Und das wäre der perfekte Zeitpunkt für Avernien, uns den Krieg zu erklären. Wir sind dann mit Mann und Maus hier in diesem Sumpf Leukiens drin, ja, in diesem aussichtslosen Kampf, wo immer wieder neue Truppen auftauchen. Wahnsinn. Und Avernien kann uns hier einfach in die Flanke fallen. Was für ein Mist. Aber jetzt komplett hier rauszugehen, wäre halt auch Quatsch, weil wir haben jetzt schon so viele Leute hier verloren. Wahnsinn. Ich mache mir nochmal Gedanken, Leute, wie wir das machen wollen. Ob wir nicht vielleicht doch komplett rausgehen oder ob wir Leukien weiter die Stange halten. Ist schwer. Ist wirklich schwer. Weil wenn ich das sehe hier, 32.000 Mann, da wird es ein anders. Leukien hat auch nicht mehr allzu viel. Die haben ja 10.000 noch. Wir haben nochmal 11.000. Wenn wir die Schlacht hier verlieren, sitzt noch bescheidener aus. Boah, hey, ich mache mir Gedanken, Leute. Mal gucken. Schreibt mal rein, was ihr drüber denkt, ob wir uns hier zurückziehen sollten oder ob wir hier Leukien weiter unterstützen sollten. Schwer. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadu.